Der kleine Luis aus dem Nachwuchs der Dresdner Eislöwen hat jetzt das Spielgerät gebracht. Und damit ist alles angerichtet für dieses Do-or-Die-Spiel. Oder um einen berühmten Fußballlehrer der Randsportart zu zitieren. Tod oder Gladiolen. Auf geht's, Bietigheim mit dem ersten Matchbook oder Dresden mit dem Serienausgleich. Wir dürfen gespannt sein. Ja, du sagst, wir dürfen gespannt sein. Und wie der Kollege aus Bietigheim das schon gesagt hat, es wird heute ein heißer Ritt werden. Und ich denke, dem können wir uns anschließen. War erste Möglichkeit davon Nick Hürth. Ja, vom Geburtstagskind. An dieser Stelle natürlich auch von uns die besten Glückwünsche. Und was gibt es da Besseres, als dich heute selbst zu belohnen? Ja, zäher Beginn hier von den Fans auf Dresdner Seite, die ja anscheinend noch nicht so richtig im Spiel sind hier. Ja, vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, in Bietigheim, der Fanblock ist noch relativ leer, aber da gab es Probleme mit dem Bus bei der Anreise, aber der Bus fährt mittlerweile wieder, also die Fans der Steelers werden hier sehnsüchtig erwartet. Und ja, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Ja, da hofft man natürlich für die Bietigheimer Fans vielleicht noch in die Overtime zu gehen, dann haben sie die Möglichkeit auf jeden Fall, ihre Mannschaft noch spielen zu sehen. Thomas Schmidt von der Blauen, Schuss abgefälscht von Thomas Bielmeier. Ja, Bietigheim kann sich das erste Mal befreien. Nächste Möglichkeit für Dresden, schöner Pass, Postentreffer von Jordan Haywood. Und Scharipov sichert jetzt das erste Mal die Scheibe. Sehen wir noch mal den Schuss von Jordan Haywood, der da das Geschenke getroffen hat. So wird schon das erste Mal angeklopft. Rudi gewinnt für Dresden Schuss. Da ja, trifft er Sebastian Zauner im Gesicht, so wie es aussieht. Der da auch liegen bleibt. Zauner auf dem Eis. Steht aber von selbst schon wieder auf. Ja, Sebastian, Zauner ist auch hart im Nehmen. Ja. Der schüttelt sich kurz durch auf der Bank, den sehen wir gleich wieder. Ja, der heute zumindest in unserer Aufstellung als Verteidiger wieder eingetragen ist. Wurde jetzt in der neutralen Zone. Schläger gebrochen von Willie Corrin, der fährt zum Wechsel, Steingroß jetzt für ihn drauf. Gute Möglichkeit für Sean Weller, Scheibe bleibt im Drittel. Weller aus der Drehung, aber am Tor vorbei. Ja, was in Dresden schon mal gut gelungen ist, kein frühes Gegentor heute. Das sah in den letzten beiden Spielen anders aus. Ja, man hat auch in den ersten Minuten schon gut Druck gemacht. Da gibt es wieder natürlich die Nicklichkeit, wie wir sie schon aus der Serie kennen. Jetzt habe ich gerade die Info bekommen, dass der Steelers Fanbus wahrscheinlich in der zweiten Drittelpause erst da sein wird. Also ja, da gibt es ja noch dieses Verkehrschaos kurz vor Dresden. Also gutes Gelingen auf jeden Fall den Steelers-Fans beim Durchkommen hier auf der Autobahn und dem Chaos hier um der schönsten Stadt der Welt herum. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir euch noch hier begrüßen können heute.
Werner. Zehndecker läuft sich da die Scheibe. Ja, setzt er nochmal nach. Eisenhut hatte die Scheibe aber sicher. Cabana gegen Knackstilz. Jetzt sind die Runden schöner Pass auf den Knackstilz. Ja, das ist ja die Reihe da auf Dresdner Seite, die die Bietigheim Steelers in den letzten Spielen wirklich im Griff hatten, ja, die so gar nicht zur Entfaltung gekommen sind. Und da merkt man direkt auch, da fehlt die offensive Durchschlagskraft auf Dresdner Seite. Also man ist da schon relativ abhängig von dieser Reihe. Und das haben die Steelers erkannt in den ersten Spielen und ja, in den letzten beiden Begegnungen einfach die richtigen Mittel dagegen gefunden. Ja, Benny Hübner hat es auch im letzten Heimspiel der Dresdner Eislöwen gesagt, dass man die Dresdner Eislöwen schön weit vom Tor weghalten muss. Die Fernschüsse sind kein Problem für die Steelers. Jordan Haywood da hinterm Tor von Marco Eisenhut, der das Spiel aufbaut. Scharipov. Ja, schwer zu halten, keine Chance, ja, eigentlich. Den kannst du nicht halten. Ja, an der linken Schulter vorbei und das Dach. Und damit die 1-0-Führung nach knapp 5 Minuten. Ja, wieder ist es Timo Walter am Dienstag im Ellental schon den Ehrentreffer erzielt. Heute zum Heimspiel im Spiel 6 bringt er die Dresdner Eislöwen in Führung. Kielmeier, Dresden setzt direkt nach. Ja, das wird wichtig zu sein, jetzt gleich wieder nachzusetzen, sich nicht auf diese 1-0-Führung auszuruhen. In die Rundung. Ja, eigentlich sollte sie zu Lukas. Wenn ich hoch's. Da wird nach früher unter Druck gesetzt. Wenzel auf Weller, der weitergibt zu Lukas. Scheibe läuft jetzt gut bei den Steelers. Hübner. Dresden findet hier in dieser Phase kein Mittel da, mal einen Schläger an die Scheibe zu bekommen. Machen die Steelers richtig gut. Jetzt bekommt Dresden die Scheibe raus. Sebastian Zauner aber wird sofort wieder gestellt. Abseits angezeigt, da muss erst Dennis Palka aus dem Drittel raus. Eising angezeigt, wird auch ausgesprochen. Somit verlagert dieses Body auf die Seite von Ilya Scharipov. Und wir haben den Blick in zweite Runde Energieverbund Arena auch wieder gut gefüllt. Ja, aber Robin, ich bin ja offen und ehrlich, doch enttäuschend die Zuschauerzahlen. Aber ich glaube, da haben die Steelers sich in der Serie auch mehr erwartet. Ja. Unsere Anforderung oder unsere Erwartung hier in Dresden ist ebenfalls größer, aber wir müssen damit leben, das Beste daraus machen. Richtig groß beeinflussen können wir es leider eh nicht. Ob das Ganze vielleicht auch der, ich sag mal, bescheidenen Hauptrunde geschuldet ist, der Dresdner Eislöwen,
sei mal dahingestellt. Möglichkeit, aber Eislöwen pariert mit der Matte. Jetzt im Gegenzug die Dresdner Eislöwen, Nick Hörz. De La Rovere ist noch mit. Knackstedt aus spitzen Winkeln und Scharipow im Nachfassen. Beide Goldhelme jetzt am Bulli gegeneinander. Ja, nächste Möglichkeit und dann ist es De La Rovere, der über die Scheibe haut. Und oh, safe mit dem Schlittschuh von Scharipow. Boah, Respekt, das war das sichere 2:0 eigentlich für Dresden. Und das sind natürlich Chancen auf Dresdner Seite, die musst du nutzen, ja, da bin ich absolut auch ehrlich. Eine Mannschaft wie die Steelers, die lassen solche Chancen nicht en masse zu. Und jetzt auf der Gegenseite, gut verteidigt da von Thomas Schmidt. Nick Hörz hat da Platz, schippt die Scheibe auch bloß rein und die Reihe fährt zum Wechseln. Steelers macht das Spiel wieder schnell. Fehlpass von Weller. Meier. Weiter in die Rundung Girokovs. Wieder gestellt von Hübner. Ja, um Girokovs gab es ja in den sozialen Medien viel Gesprächsstoff auf jeden Fall. Bradley Quetten hat ja für ein Spiel lang entschieden, Harrison Weed in den Kader aufzunehmen und der war natürlich direkt am ersten Gegentor schuldig und ist auch deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben und ja, wie entscheidend der Mann letztendlich wirklich in dem Spiel gewesen wäre, sei jetzt erstmal so dahingestellt. Aber Alex Girokovs hat einen Einstand nach Maß gehabt hier in Dresden. Ja, absolut, hat in den ersten vier Spielen auch, glaube ich, schon 4 oder 5 Punkte gemacht. In der Hauptrunde schon in den Playoffs dann ähnlich. Ja, sofort im Team hier angekommen, hat keine lange Eingewöhnungsphase gebraucht. Aber man muss dennoch auch sagen, Harrison Reed gehört natürlich weiterhin zum Eislöwen-Team und muss dann natürlich auch seine Chance bekommen, die er, muss man leider so sagen, nicht genutzt hat. Da sehen wir nochmal die Möglichkeit. Wieder von Jordan Haywood. Aus der Kameraperspektive werden wir es jetzt, denke ich, viel genau sehen. Da liegt Scharipow schon am Eis und da müsste die Wade oder der Schlittschuh noch dran gewesen sein. Ja, Jordan Haywood war es auf jeden Fall, der diese Riesenchance hat auf das 2:0. Abgefangen. Corin. Guter Pass. Aber Eisnut. Damit der Fanger drauf. Bulli der beiden Goldhelme wird aber wiederholt. Knackstedt bespricht sich nochmal mit Nick Hörz und René Kramer. Ja, cooler Pass gedacht auf De La Rovere, die Scheibe aber nicht bekommt.
Ja, und ganz kurz der Blick in die anderen DL2-Arenen. Bei den Lausitzer Füchsen gegen den ESV Kaufbeuren steht es aktuell 1:1. Und Freiburg gegen Tölz in den Playouts noch torlos 0:0. Meine letzte Meldung, auch wenn hier 1:0 eingeblendet ist. Ja, doch, 1:0 jetzt gerade aktualisiert hier bei uns auf der Homepage. Also 1:0 diese Einführung für Freiburg. Ja, und aus Weißwasser ist ja heute ein Dopingfall bekannt gegeben worden. Also ich finde es ja schade auf jeden Fall um den Eishockeysport, aber ich mache dem Spieler da auch keine Vorwürfe, Robin. Ja, das hatte sicher. Für mich hat das Ärzte-Team da irgendwo im Hintergrund einfach versagt. Da gebe ich dir völlig recht, vielleicht, wenn es einige vielleicht nicht gehört haben. Es geht da um Feodor Wojaschinow von den Lausitzer Füchsen. Ja, da gibt es auch eine Presseerklärung drüber. Er leidet an Rheuma und hatte dann ziemliche Schmerzen mit dem Knie, geschwollene Knie, und hat sich dann in ärztliche Behandlung gegeben und wurde dann an einen Facharzt überwiesen, wurde dann mit Cortison behandelt. Ja, und das steht einfach auf der Dopingliste. Umso bitterer für Weißwasser als auch für Feodor Wojaschinow, der jetzt ein halbes Jahr komplett raus ist aus dem Spielchen, darf nicht mal in die Eishalle gehen, mit der Mannschaft trainieren, nichts. Also es ist auf jeden Fall mal eine krasse Hausnummer. Und gerade jetzt zum Ende der Saison hin, wo sich eigentlich Spieler anbieten für die neue Saison. Ja, absolut. Wobei man dazu auch sagen muss, das ist, glaube ich, sogar ein Fall aus dem Jahr 2017, 2018, aus der Saison. Ja, Tor! Das 1:1 Ausgleich durch Sean Weller. Knapp 10 Minuten gespielt. Und da nutzt Sean Weller den Abpraller. Jordan Haywood blockiert da den Schuss. Ja, auch 1:0 sehr weit aus dem Torraum raus. Und damit der Ausgleich. Für die Steelers nach knapp 10 Minuten. Hält die Scheibe im Drittel. Cabana muss Dresden aufpassen, dass es da nicht eine Strafe zieht. Tor! Rückhandschuss von Cabana. Boah, aber der lässt da auch Chris Billig richtig alt aussehen. Doppelschlag Biedigheim innerhalb von ja, knapp 30 Sekunden, 40 Sekunden sind es. Da drehen die Steelers die Begegnung aus einem 1:0, machen sie ein 1:2. Ja, und einem Mann wie Freddy Cabana darfst du nicht so viel Platz lassen. Technisch natürlich ein ganz feiner Spieler. Und ja, der kann auch mit der Rückhand Tore schießen. Ja, beide Tore der Steelers mit der Rückhand. Ah, Brommersberger hat da Probleme, sich auf den Schlittschuhen zu halten. Knoblauch. Ja, guter Pass in die Mitte. Solltest du Dennis Palka. Ah, Dresden behält die Scheibe im gegnerischen Drittel. Guter Pass auf Pujats. Ja, mit dem Schuss aber Scharipov. Ja, Scharipov hatte da auch freie Sicht. Und das haben wir schon in den letzten Spielen gesehen, die freien Schüsse. Die hat Scharipov meistens. Ja, das ist keine große Herausforderung für einen Mann mit seiner Qualität. Ja, bis auf ein Spiel
Hat er andere Spiele gemacht für die Steelers? Ja, und das eine Spiel im Ennental, als Silo Martinovic im Tor stand, ging auch prompt 5:1 verloren. Heywood jetzt von der Blauen. Ja, dann ist das Tor aus der Verankerung. Scharipow hatte die Scheibe aber auch sicher. Also richtig Playoff-Stimmung ist hier heute noch nicht aufgekommen, sowohl auf den Rängen als auch auf den Eis. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, Robin, dass es heute wirklich um was geht. Das war beim letzten Spiel deutlich anders, das stimmt. Aber jetzt gibt es da eine kleine Rangelei zwischen Max Lucas und Nick Hurt. Sofort ist das Schiedsrichtergespann da. Bulli geht an Dresden. Max Lucas, der da bei Nick Hurt einhakt. Ja, da gibt es Schiedsrichter, die geben da durchaus Strafe, aber ja, zu klein, die sollte man auch nicht werden. Genau so ist es. Scheibe gut abgefälscht von Weller, aber Eisnut war bei der Matte noch dran. Er ist im Gegenzug schon ein Knackstilz. Ja, ein Geschenk für Scharipow, der auch schnell weiterspielt. Viel Verkehr wieder vor Scharipow, aber die Scheibe kommt da gar nicht hin. Freibisch geblockt. Nächste Möglichkeit, Lattentreffer für die Steelers. Ja, Alex Breivik mit der Riesenmöglichkeit. Oh, die Dresdner Eisel. Das 3:1. Dresdner Eisel ist geraten, ganz schönes Schwimmen. Ja, und es gibt die erste Strafe am heutigen Abend. Und es trifft einen Dresdner, es trifft Jordan Heywood. Und das zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Ich sehe das jetzt schon wieder mit Aufwind. Ja, 2 Minuten für einen Stockschlag. Und somit erste Überzahl für unsere Gäste aus dem Ellental. Gewinnt das Bulli. Bringt die Scheibe dann allerdings nicht raus. Sommerfeld an der Blauen. McKnight direkt in die Fanghand von Marco Eisenhut. Groß. Na, gut geblockt von Timo Walter. Jetzt die Kontermöglichkeit über Knobloch. Ja, aber auch clever gemacht von Walter, dass er die Scheibe nicht einfach rausschlägt, sondern auch den Pass zu Knobloch bringt. Das sind auf jeden Fall wichtige Sekunden, die sie da den Steelers von der Uhr nehmen. Sommerfeld an der Blauen, jetzt der Goldhelm der Steelers, Matt McKnight. Ja, gut verteidigt da von Arne Ublecker.
Cabana hinterm Tor von Marco Eisenhut. Weller. Dres bekommt die Scheibe nicht raus. McKnight hält die Scheibe. Sommerfeld. Ja, Schuss geblockt und jetzt die Möglichkeit auf den Konter. Zauners allerdings alleine. Dresden jetzt wieder komplett. Eisenhut ist zurück. Er fährt gleich zum Wechseln. Für ihn kommt Ella Robert. Und er muss gleich mal einen Sprint hinlegen. Ja, Eisenhut da weit aus seinem Tor raus. Und das erweckt in uns keine guten Erinnerungen. Auf der Gegenseite Knackstedt auf Kramer. Der verpasst allerdings. Bulli geht an Dresden. Swinnen bringt die Scheibe in die Rundung. Lukas gefährlich vor's Tor gebracht, die Scheibe. Ah, dann Rangelei da zwischen Stefan Della Rovere und Dennis Swinn. Strafe angezeigt. Vom Hauptschiedsrichter. Wieder 2 Minuten für einen Stockschlag. Diesmal trifft es aber die Steelers. Max Lukas, die Nummer 7, geht in die Kühlbox. Meier. Hört. Na, jetzt steht die Formation auf Dresdner Seite. Knackstedt. Und dann ist es Alex Schirokovs, der über die Scheibe haut. Steingroß über die Wand auf McKnight. Breibig ist da schneller als Schirokovs. Knackstedt. Gut geschürt von Timo Walter. Knackstedt. Benny Kramer. Da packt er mal einen Schlagschuss aus. Scheibe abgefälscht von Della Rovere. Ja, spitzer Winkel für Della Rovere. Nochmal die Möglichkeit für Dresden. Kramer, Max Lukas jetzt wieder zurück. Nick Hürth, Knackstedt, Parade von Ilya Scharipov und dann hat sich ein Steelers-Spieler verletzt. Und jetzt gibt es ja die Rangelei. Jordan Knackstedt auf Dresdner Seite involviert. Bei den Steelers müsste es Benjamin Zientek gewesen sein. Hürth und Hüfner da auch noch im Gerangel. Und dann
würde ich jetzt. Ah, da bekommt Freddy Cabana den Schläger von Jordan Knackstedt ins Gesicht. Da ist allerdings aus der Bewegung heraus passiert von Knackstedt, der da den Schuss nimmt. Na, jetzt bin ich mal gespannt hier, was es für Strafzeiten geben wird, ob es überhaupt Strafzeiten geben wird. Ja, also beide Mannschaften bekommen eine 2-Minuten-Strafe für übertriebene Härte. Ich denke, man hat es gehört über die Mikrofone auf Dresdner Seite. Jordan Knackstedt und bei den Steelers trifft es Benjamin Ziontek. Weiter für die Eislöwen. Timo Walter. Ja, setzt da gut nach gegen Pommersberger. Schirokovs. Im Duell gegen Steingroß, Schirokovs. Und dann ist es Ilya Scharipow, der sich die Scheibe sichert. Und ich bekomme gerade die Info aus unserer Regie, dass der Fanbus der Steelers noch knapp 100 Kilometer vor sich hat. Also dürften wir im zweiten Drittel auf jeden Fall mit den Fans aus dem Ellental hier rechnen. Ah, Passweg da geblockt von Jordan Haywood. Zauner. Schmidt. Haywood mit dem Schlagschuss. Und wieder ist es Ilya Scharipow, der die Gefahr gebannt. Und Sebastian Zauner hat da versucht noch nachzusetzen vorm Tor. Und dann bekommt Ilya Scharipow unglücklich da den Schläger von Sebastian Zauner ab. Und dann läuft mittlerweile auch die letzte Spielminute hier im ersten Durchgang in Spiel 6 in den Playoffs in der DL2 im Viertelfinale zwischen den Dresdner Eislöwen und den Bietigheim Steelers. Freibig. Auf René Kramer. Beide Teams sind jetzt wieder vollzählig. Eine Konnermöglichkeit für Bietigheim, Breibig. Ah, gefährlich nochmal die Aktion kurz vor der Pause. Und dann gehen wir mit einem Spielstand von 1:2 aus Dresdner Sicht
in die Jasse. Drittelpause. Die Jungs sind absolut motiviert. Jeder möchte ja unbedingt vor unseren eigenen Fans gewinnen. Dann sind uns zwei Fehler passiert. Das kann im Eishockey laufen. Das darf nicht passieren. Das ist aber passiert. Und deswegen steht es jetzt 2-1 für Bietigheim. Wie hoch ist Ihr Puls angesichts der Tatsache, dass man in der Serie kein Spiel mehr verlieren darf? Ja, da muss man gute Nerven haben. Ich denke, die habe ich. Ich hoffe, die Spieler haben das dementsprechend auch. Und das ist der dreifache Meister. Wir sind hier der Außenseiter. Wir haben zwei Spiele gegen Bietigheim gewonnen. Das macht uns unglaublich stolz. Wir spielen hier in unserer eigenen Arena und wir werden heute alles versuchen, um es zu schaffen. Und wenn nicht, dann hält sich die Enttäuschung natürlich dementsprechend in Grenzen, wenn man gegen den großen Favoriten dann nach hartem Fight doch verliert. Gehen wir einen kleinen Schritt zurück. Warum hat sich Westminster damals dafür entschieden, vor rund einem Jahr zu sagen, ja, wir wollen bei den Dresdner Eislöwen dabei sein? Westminster ist ja schon lange im Eishockey aktiv. Wir sind Hauptsponsor der deutschen Nationalmannschaft und wir haben schon seit vielen Jahren überlegt, das auch auszuweiten und uns in einem Verein zu engagieren. Und wir haben dann lange gebraucht, bis wir wirklich den aus unserer Sicht optimalen Verein gefunden haben. Das ist mit den Dresdner Eislöwen der Fall. Da passt einfach alles. Das fängt bei der Farbe an, die gleiche ist wie unser Unternehmen. Das ist dieser familiengeführte Verein, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was die Eislöwen auszeichnet. Unsere unglaublich tollen Fans und eben auch eine Harmonie hier auf Gesellschafterebene. Und wir sind der Meinung, das ist eben der Standort im Osten, wo wir gemeinsam ganz, ganz viel erreichen können. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man eine Partnerschaft beginnt, dann spricht man über kurzfristige Ziele, man spricht sicher auch über langfristige Ziele. Wie sehen die aus? Ja, unsere kurzfristigen Ziele, die betreffen diese Saison, ist, dass wir wirtschaftlich, das ist auch ganz wichtig, und sportlich erfolgreicher arbeiten wollten als im Jahr davor. Das haben wir geschafft. Wir sind unter den Top 8, wir spielen in den Playoffs. Wir hoffen heute natürlich, dass die Saison noch ein bisschen weitergeht, aber in jedem Fall war sie schon erfolgreicher als die davor. Wirtschaftlich haben wir dementsprechend auf jeden Fall ein erfolgreiches Jahr abgeliefert. Das ist im Eishockey auch immer schon ein großer Erfolg. Und zu den langfristigen Zielen ist natürlich, wir wollen das weiter ausbauen. Und wir haben von Anfang an gesagt, Dresden ist eine tolle Stadt und die gehört langfristig in die erste Liga. Das ist ein klares Ziel. Dazu gehört aber auch gute Nachwuchsarbeit. Die ist erbracht worden. Man ist innerhalb des Fünf-Sterne-Plans mit 5 Sternen ausgezeichnet worden vom Deutschen Eishockeybund. Können Sie noch ganz kurz ein bisschen was zur Nachwuchsarbeit sagen? Klar, also Nachwuchsarbeit ist das Allerwichtigste hier für uns in Dresden. Wie Sie schon gesagt haben, 5 Sterne, das hat nur Dresden geschafft. Das spricht für die Anzahl der Jugendlichen, die Qualität unseres Trainingsbetriebes, auch die Anzahl der Eisflächen. Und unsere U17-Mannschaft, gerade unter die Top 4 aller deutschen Teams gekommen, sind wir unglaublich stolz drauf. Der Nachwuchs ist A und O und auch wenn Sie heute die Mannschaft sehen, wer alles aus dem Dresdner Nachwuchs hier wirklich auch dann in die Profimannschaft geschafft hat, das gibt es eigentlich fast nur in Dresden. Es gibt es viele wunderschöne Sportarten. Dresden hat auch einen relativ erfolgreichen großen Fußballverein. Ja. Wie ist die Zuschauerresonanz bzw. wie erleben Sie den Zuschauerzufluss in Dresden zum Eishockey? Gut, Fußball ist natürlich in Deutschland die ganz, ganz große Sportart Nummer 1. Dynamo, fast immer 30.000 Leute im Stadion, bei uns passen knapp 5.000 rein. Es gibt aber durchaus auch einen Austausch zwischen den Fans. Wenn die Vereine nicht zeitgleich spielen, haben wir also Leute, die nach dem Dynamo-Spiel auch mal zu uns dementsprechend zum Eishockey kommen, Sportfans dementsprechend im Allgemeinen. Aber wir möchten eben eine große Sportart in Dresden in der ersten Liga platzieren und da sehe ich für uns momentan etwas bessere Chancen als für Dynamo Dresden. Klare Aussage zum Abschluss. Wie geht das Spiel heute aus? Ich hoffe 5-4 für uns. Ist ein typisches Playoff-Spiel, eng umkämpft, hart. Ja, wir schenken uns gegenseitig, die beiden Mannschaften, keinen Zentimeter Eis. Gut, Bietigheim nimmt zwei Einladungen von uns dankend an, aber ich denke, das Spiel ist noch in alle Richtungen offen. Also wir geben uns natürlich nicht geschlagen. Stimmung bei uns in der Nordkurve anhalten gut und ich denke, wir sind noch voll im Rennen. Wir machen einen langen Schritt zurück. Wann hat Ihre Faszination für die Dresdner Eislöwen begonnen? Vor ungefähr ziemlich genau, kann man sagen, 20 Jahren. Also es ist jetzt meine 20. Saison am Standort. Damals in der 5. Liga, in der Sachsenliga. Ja, und einmal angefangen und dann nie wieder losgelassen. Jetzt kommt eine ganz schwere Frage, aber was waren in diesen 20 Jahren Höhepunkte? Ja, unter anderem 2 Aufstiege aus der Oberliga in die 2. Liga. Ein Negativhöhepunkt, der zweifelsohne im Sport mit dazugehört, ist auch ein Abstieg bei uns im Erzrivalen in Weißwasser. Ansonsten haben wir jedes Jahr einen Sonderzug. Das ist auch ein intensives Projekt, wo man sagt, man fährt mit 300 bis 400 Gleichgesinnten rum. Also das sind so die Höhepunkte in der Karriere, in der Fankarriere.
Machen wir einen kleinen Ausblick, wo soll es noch hingehen? Es wird ja im deutschen Eishockey demnächst auch wieder Auf- und Abstieg beispielsweise geben. Ja, gut, also solange es keinen Auf- und Abstieg gab, ist das für uns als Zweitliga-Standort ziemlich eindeutig. Na, dann geht es hier um die Goldenen Ananas. Übernächste Saison geht es dann wirklich scharf. Und auch für uns in Dresden ist es dann interessant, sich nach oben zu orientieren. Jetzt ist ja auch der ein oder andere erfahrene Spieler mit im Team. Wie hoch würden Sie das Niveau in der zweiten Liga generell beschreiben? Ja, also meiner Meinung nach steigt die Stärke der zweiten Liga seit Jahren kontinuierlich an. Wir nähern uns innerhalb der Liga im Leistungslevel immer mehr einander an. Na, wir spielen gerade unsere Serie gegen den amtierenden Meister und gegen den Vorrunden zweiten Bietigheim und können in dem Sinne schon ansatzweise mithalten. Na, also ja, das funktioniert. Na, also das wird immer stärker. Und die guten Teams der zweiten Liga können meiner Meinung nach bedenkenlos in der DEL, in der ersten Liga mit angreifen. Halle fast ausverkauft. Wie würden Sie generell die Struktur der Fanszene beschreiben? Ja gut, das ist bei uns in Dresden schon etwas schwierig. Wir sind ja hier nicht Alleinherrscher im Sportsektor. Na, wir haben mit Dynamo Dresden den großen Platzhirsch, haben gleich in unmittelbarer Nähe einen Handball-Zweitligisten, haben auch eine erste Liga Damenvolleyball, dritte Liga Basketball. Also der Wettbewerb in Dresden im Sportsektor ist groß. Ja, aber wir halten seit Jahren unser Level und ja, auch heute Halle relativ gut gefüllt. Trotz, denke ich, der ein oder anderen Parallelveranstaltung. Wir haben einen harten Kern von ca. 1500 Leuten und ja, darüber hinaus eine breite Schicht unterschiedlicher Besucher. Ja, geplant war ja eigentlich in der ersten Drittelpause ein Interview mit Bastian Steingroß, wurde aber vom Trainer sozusagen nicht unterbunden. Er hat es ordentlich rübergebracht und es ist auch teilweise verständlich zu sagen, dass man sich wirklich aufs Spiel konzentrieren möchte. Ja, sei mal dahingestellt, Robin. Ich bin anderer Meinung. Wir machen ja kein ewig langes Interview da. Also von daher. Du hast natürlich auch, es gehört zum Profisport nun mal auch mit dazu, sich sowas auch zu stellen. Ja, man sieht es gerade in der DEL regelmäßig. Aber sei es drum, wir nehmen das so hin und versuchen natürlich in der zweiten Drittelpause nochmal unser Glück. Genau, dann auf Dresdner Seite. Mal schauen, wen wir dann. Da erwischen aber in der ersten Drittelpause gab es ein Interview noch, was wir im Vornherein aufgezeichnet haben. Mit Marc Sanjor, dem Sportdirektor der Bietigheim Steelers. Eisenhut wieder weit aus dem Tor raus. Oh. Ja, McKnight jetzt mit der Möglichkeit in Unterzahl, aber Eisenhut ist zur Stelle. Heywood. Dankstedt in das Tor. Ah, Dresden muss ja die Scheibe besser laufen lassen und mehr Bewegung ins eigene Spiel reinbringen. Gerade nochmal die Möglichkeit von Matt McKnight. Oh, dann schnell geht Preibisch. McKnight ist mit, aber abseits gepfiffen. Wurde schwer zu sehen, weil da die Bande im Weg war. Ja, Dresden wirkt hier etwas anfällig bei eigener Überzahl. Della Rovere im kurzen Gespräch mit Bradley Cretton. Gab nochmal kurze Anweisungen. Bulli geht an die Steelers. Die bringen die Scheibe über die Wand raus.
Freiwisch, McKnight da, die Möglichkeit in Überzahl, McKnight, wichtiger Save von Marco Eisenhut. Aber erneut die Chance für unsere Gäste bei eigener Unterzahl. Ja, Dresdner Eisenhut macht jetzt hinten auch schon sehr, sehr weit auf. Steelers jetzt wieder komplett, Max Brommersberger ist zurück. Cohen gegen Billig. Postel. Da sehen wir nochmal die Möglichkeit von Matt McKnight. Aber Eisenhut sichert da flach komplett ab. Bulli ist vor Scharikow. Steve Rupprich für Dresden. Über die Bande auf Lukas und dann Eising gegen die Steelers gepfiffen, somit erneut Bulli im Drittel der Gäste. Cabana. Ja, der heute schon mal erfolgreich war. Ich höre den Rund- und Fehlpass. Aber Glück für Dresden, dass Breibisch da die Scheibe nicht unter Kontrolle bekommt. Nick Hörz. Abendtor vorbei. Zintek, Cabana, Della Rovea, ja, Fehler da von Jordan Haywood. Della Rovea zieht vors Tor. Zwinnen. McKnight. Der hätte da vielleicht selber den Abschluss suchen können. Wieder McKnight. Oh, gut gestört von Timo Walter. Hier Meier. Auf Timo Walter. Ja, zähes Spiel jetzt gerade hier in der Phase.
aber auch wirklich von beiden Mannschaften. Hätte ich mir ganz ehrlich mehr erhofft und vorgestellt. Ja, wir hoffen einfach mal, dass die, vielleicht die Ruhe vor dem Sturm ist. Aber Dresden merkt man auch an, dass sie keinen großen Fehler mehr machen möchten. Denn man muss auch ehrlich sagen, noch ein weiteres Gegentor würde den Dresdner Eislöwen definitiv nicht gut tun. Dresden hält die Scheibe, aber steingroß. Palka. Dennis Palka. Und dann ist Ilya Scharipow zur Stelle, der die Fanghand auf die Scheibe packt. Scharipow im Nachfassen. Na, gute Reaktion von Ilya Scharipow. Umbrich gegen Cabana. Und die geht an die Steelers. Cabana zu Zitek. Bleibt aber hängen. Jetzt, wenn es schnell geht für die Eislöwen. Sebastian Zauner. Rumbricht ist noch in der Mitte mit Zauner. Bringt die Scheibe selbst Richtung Tor. Das ist dankbar für Ilya Scharipow. Dresden in der Offensive einfach zu einfallslos in meinen Augen. Man muss sich jetzt wirklich was einfallen lassen, um Scharipow zu überwinden. Die einfache Schüsse, die hat er. Wie man so schön sagt, da muss aber mal ein dreckiges Tor her. Da muss man vielleicht auch, Robin, meine Meinung, mal die Fans etwas in die Pflicht nehmen, die ja eigentlich in so einem Spiel... Oh, dicke Möglichkeit, da ist das 3:1 durch Markus Sommerfeld. Matt McKnight legt die Scheibe nochmal zurück, versucht es nicht selber und Sommerfeld hat das freie Tor vor sich. Ja, aber kurzzeitig auch die Kontrolle über die Scheibe verloren, also... Ja, sei es drum, Bietigheim mit der 3:1-Führung. Ja, und wie ich dir gesagt habe, manchmal muss der Funken auch von den Fans überspringen, die ja in so einem Spiel gerade als siebter Mann extrem wichtig auch sein können. Ja, gebe ich auf. Oder auch wirklich wären jetzt hier gerade in dieser Phase, wo es auf dem Eis nicht so läuft. Ja, jetzt ist es hier wirklich sehr, sehr ruhig in der Arena. Strafe gegen die Eislöwen, gegen Thomas Schmidt und somit Überzahl für die Steelers. Steingroß. Sommerfeld aus Spitzenwinkel. McKnight. Wieder Sommerfeld geblockt von Bujatz. Thank you.
Falka läuft sich den Puck. Glänzen mit dem Schuss, Stockhand oder Schläger sogar noch dran von Eisenhut. Eisenhut guckt sich da auch seinen Schläger an, ob er da vielleicht Verdacht gekriegt hat. Gegenzug jetzt Dresden über Nick Hürth. Pujatz. Scharikow spielt schnell mit. Will da gar kein Bulli vor sich riskieren. Swinnen. Fehler da von Cohen. Knackschitt. Knackschitt auch nochmal gegen Scharikow gegen und das sehen seine Mitspieler gar nicht gerne. Noch Benny Hüfner, der dann noch kurz vorm Schiedsrichter mit was auf den Weg bekommen hat, schüttelt dann den Kopf beim Wegfahren. Zone. Piermaier gegen Matt McKnight. Chirukovs. Lecker. Scheibe gehalten durch Walter. Das René Schofs auf Weller. Weller bringt Scheibe rechts zum Tor. Schofs mit einem sehr hohen Stock. Ja, Hauptschiedsrichter hat es gesehen und unterbricht die Begegnung. Ja, dann kam sogar noch der Schuss von hinterm Tor. Und er ging, wenn ich es richtig gesehen habe, sogar noch an den Schlittschuh von Marco Eisenhut. Ich will die Scheibe tief. Freibisch. Oh, setzt sich da gut durch, Alex Freibisch. Ja, dann behindern sie sich gegenseitig und dann das Tor aus der Verankerung. Ja, durch. Stefan Della Rovea stürzt da über Marco Eisenhut. Yeah.
Bulli geht an die Steelers. Steingroß. Ja, bringt den Pass nochmal. Oh, feine Bewegung von Dennis Wynn gegen Pujat. Oh, aber starker Save von Eisnut. Ja, aber toller Move von Dennis Wynn, der sich da die Chance über die rechte Seite erarbeitet hat. Jetzt im Gegenzug Dresden. Da ist die Bank der Steelers auch schon kurz aufgesprungen. Wieder schon Weller. Cohen gewinnt den Zweikampf da gegen Dennis Palka. Zientek aus Spitzenwinkel und Tor! Von da darf die Scheibe nie im Leben reingehen. Benny Zientek. Ja, fast von der roten Linie, kann man sagen. Ja, Marco Eisenhut, man sieht es auch, hat mit dem Schuss auch gar nicht gerechnet. Versuchte erst im ersten Moment die Scheibe mit dem Schläger aufzufangen. Ja, mehr als unglückliche Figur von Marco Eisenhut. Ja, der bekommt jetzt auch von den Fanrängen Unterstützung. Die wissen um seine Leistung. Ja, ein Torwartfehler gehören nun mal zum Eishockey mit dazu. Ja, gerade im Eishockey bist du als Schlussmann eigentlich ja, der Depp, wenn du einen Fehler machst. Genauso ist es. Bei einem Spieler fällt das nicht so auf. Jetzt trifft Benny Hüfner, der auf die Strafbank geht. Enrico, ich bin jetzt auf die nächsten Minuten gespannt. Er will da versuchen, die Steelers das in Ruhe nach Hause zu bringen, oder es wird nochmal ordentlich ruppig werden. Ja, kommt drauf an, ob Dresden jetzt vielleicht die Überzahl hier nutzen kann. Wenn sie denn jetzt hier den zweiten Treffer erzielen können, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die ganze Begegnung nochmal richtig Fahrt aufnimmt. Aber die Steelers, ja, das ist einfach zu souverän, der Auftritt, und Dresden zu einfallslos in der Offensive. Also es gefällt mir bislang hier überhaupt nicht. Ja, wie sagst du, die Steelers einfach zu abgezockt. Knackstedt bringt die Scheibe Richtung Tor, aber am Tor doch noch vorbei. Hört. Scharipov auch im Nachfassen hat er die Scheibe. Damit mit Problemen bei der Scheibenannahme. Dresden steht zwar in der Formation, aber bringt keine Scheibe Richtung Tor. Und jetzt der Scheibenverlust. Freibisch im Laufduell gegen Haywood. Knackstedt. Und dann ist ja die Partie unterbrochen. Sechs Spieler oder zu viele Spieler auf der Seite der Winningheim Steelers. Vielleicht sehen wir es gleich nochmal. Hugo Bovera ist auch im Gespräch mit dem Hauptschiedsrichter.
Ja, der erklärt ihm das Ganze nochmal. Jetzt sehen wir erstmal noch das Laufduell und nach dieser Aktion muss das gewesen sein. Ja, Breibich zeigt Anja, dass er zum Wechsel kommt. Ja, und da ist Zientek schon drauf, ja. Also durchaus richtig die Entscheidung hier. Greift zwar nicht aktiv ins Spielgeschehen ein, aber... Ja, 40 Sekunden knapp. Doppelte Überzahl für Dresden. Ja, die und das auch schon öfter in der Playoff-Serie wurde zumeist nicht genutzt. Ja, Scherokovs wird da vom Bulli weggeschickt. Dresden wird im Scheibengewinn, Scherokovs. Knackstedt und dann bekommt Bietigheim die Scheibe wieder raus. Also das in der Serie nach wie vor die große Baustelle der Dresdner Eislöwen, das Überzahlspiel. Sein eigenes Geburtstagsgeschenk. 4:2. Und er wurde die doppelte Überzahl nun doch genutzt. Heywood zunächst mit dem Schuss, dann ist die Scheibe geblockt und Nick hört mit dem Abpraller. Ja, Benny Hübner somit zurück. Ja, und wichtig auf jeden Fall für Dresden jetzt hier der zweite Treffer. Könnte nochmal für eine frische Luft sogen jetzt hier im zweiten Abschnitt. Della Roverda mit dem Scheibenverlust. Walter Pujatz. Und wieder freie Sichter. Ja, Scharipov. Der Scharipov würde da eigentlich auch schnell weiterspielen, hat aber die Scheibe nicht aus der Fanghand rausbekommen. Sekunden jetzt noch Überzahl für Dresden. Ja, Jordan Haywood muss jetzt auch aufpassen. Zieht er jetzt zurück. Knackstedt. Und jetzt die Möglichkeit, Breibich auf McKnight. Bietigheim macht es dann schnell. Scheibe abgefangen von Nick Hörl, wieder im Gegenzug. Thema an Knackstedt mit Hörl, bringt die Scheibe selber Richtung Tor. Pielmeier, jetzt die Möglichkeit. Pielmeier versucht es allein. Und Tor! Robin, das zweite Tor könnte Dresden gut tun. Und jetzt der dritte Treffer für die Eislöwen. Die 3:04 vor der zweiten Sirene verkürzen. Boah, wichtiger Treffer vom Kapitän der Dresdner Eislöwen.
jetzt müsste natürlich von den Rängen dann auch direkt wieder was kommen. Ich bin gespannt, auch nochmal der Blick in den Gästeblock. Also die Steelers-Fans sind bislang noch nicht angereist oder noch nicht angekommen hier in Dresden. Ja, verpassen auf jeden Fall einige Tore hier. Weller, er setzt sich da gut durch. Aber dann der Fehlpass. Ruprecht. Chris Billig. Zauner. Na, und jetzt auch die Dresdner Fans endlich mal zu hören. Heiter da mit dem Fehler. Wurde von McKnight unter Druck gesetzt. Kommt scheinbar nicht im Gegenzug, Zintek. Zintek, ja, versucht die Scheibe zu McKnight zu bringen. Sorry. Della Rovere bringt die Scheibe Richtung Tor. Nochmal die Möglichkeit, Della Rovere. Einmal muss ganz klar sagen, die Eislöwen jetzt sind deutlich näher am Ausgleich. Ja, letzte Minute im zweiten Abschnitt läuft. Ja, Abseits angezeigt. Gibt Bulli in der neutralen Zone. Ja, für Dresden kommt die Pause, Robin, eigentlich denkbar ungünstig, gerade jetzt, wo man so im Spiel angekommen ist. Ja, man hätte eigentlich runter den Sprung mitnehmen können, wird so ein bisschen ausgebremst sein. Aber noch sind 50 Sekunden hier. Im Eishockey ist das viel Zeit und da ist einiges möglich. Haywood. Dresdner. Ja, hier sehen wir die Energieverbund Arena, die jetzt endlich erwacht ist. Und was bitte für ein Endspurt der Dresdner hier im zweiten Drittel. Und ich glaube, nach dem 4:1 für Wittingheim hat da kaum noch einer mit gerechnet, dass die Eislöwen nochmal so zurückkommen. Wieder ein Spiel mit vielen Toren. Ja, dann bringt die Steelers die Scheibe zunächst raus. Es gibt Icing. Nochmal Bulli vor Ilya Scharipov. Nochmal vor Scharipov, 24 Sekunden noch.
beide Goldhelme gegeneinander. Ja, und jetzt wird Knackser weggeschickt. Den Kurt ist da so früh reingelaufen. Den Kurt wird es auch so Bulli ausführen. Scheibe wieder bei Dresden, Haywood. Scharipov lässt rausprallen. Haywood. Knackstedt, ja, abseits von Nick Hürt. Boah, wer hätte das gedacht, Robin? Dresden nach dem 1:4, ja, schon fast totgesagt. Und dann kommen sie ja so ins Spiel wieder zurück. Ja, du hast selber gesagt, so ein Tor kann Schwung bringen und das hat es auch. Und damit sind 40 Minuten rum im Spiel. Ja, ereignisreiches zweites Drittel hier. Und jetzt auch die Kulisse hier in Dresden. Das Ergebnis würdig auf jeden Fall. Ja, wirkt wieder deutlich positiv auf jeden Fall. Ja, Biedigheim zunächst in Person von Markus Sommerfeld und Benjamin Ziendeck die Führung auf 4:1 ausgebaut. Und dann von innerhalb von ja, etwas mehr als 4 Minuten gleich Dresden die Begegnung aus. Eishockey ist Leidenschaft, pure Leidenschaft. Es ist kraftvoll, es ist dynamisch. Und was Sie schon gesagt haben, ich sag's mal, es ist immer für eine Wendung gut. Und das ist das, was die Menschen begeistert. Gerade Eishockey hier in Dresden, tief verwurzelt, es ist wie eine Familie und jeder freut sich wieder auf den nächsten Spieltag, um ins Stadion zu kommen und die Mannschaft kämpfen zu sehen. Wann wurde Ihre Eishockey-Leidenschaft entfacht? Ich bin etwas angestoßen worden. Ich kam eigentlich so ein bisschen aus dem fußballerischen Bereich. Also auch in Dresden ist er mit Dynamo Dresden Fußball tief verwurzelt. Vor 7 Jahren hat mich ein anderes mittelständisches Unternehmen hier mit hergenommen. Wir haben eine Weihnachtsfeier hier gemacht mit meinen Mitarbeitern und seitdem bin ich begeistert. Seitdem bin ich Sponsor bei den Eislöwen und bin eigentlich im Herzen ein Eislöwe. Wie gestaltet sich so eine Partnerschaft, wenn man einen Eishockeyverein sponsert? Ja, es ist halt ein Geben-Nehmen. Man spricht am Anfang der Saison bestimmte Themen halt durch. Ne? Was will man gestalten? Was will man gemeinsam erreichen? Ne? Ich als Mittelständler habe natürlich auch immer ein bisschen im Auge, dass die Mittel, die man einsetzt, auch werbemäßig dann als Botschaften an meine Kunden halt weiterkommen oder weiter transferiert werden. Ja, und dann besprechen wir halt das, was wir halt machen. Ich setze hier Firmenveranstaltungen halt rein. Es gibt Sponsorenabende hier mit den Dresdner Eislöwen, sodass man auch mit den anderen Unternehmern der Stadt halt zusammenkommt. Ist eigentlich eine tolle Partnerschaft. Jetzt hat man als Unternehmer natürlich auch immer Ideen und Visionen. Welche Vision haben Sie tatsächlich für die Dresdner Eislöwen, wenn Sie sich das aussuchen dürften? Na, unsere Vision als Dresdner Eislöwen ist natürlich DL1. Ganz klar, der Aufstieg, dafür haben wir alle die letzten Jahre gekämpft, dass das so werden wird. Und wir freuen uns natürlich, dass einfach die zweite DL mit dieser Möglichkeit des Aufstieges einfach nochmal einen vollkommen neuen Schub bekommt, auch in der Bevölkerung hier in Dresden, dass dadurch die Dynamik nochmal zunehmen wird, die Begeisterung nochmal zunehmen wird. Und ich sage mal, auch jeder Spieltag vom ersten Spieltag an mit einer ganz anderen Leidenschaft verfolgt wird. Wir sind jetzt hier gerade durchs Rund gegangen, Robin, und du hast den Fans schon dieses Grinsen wieder im Gesicht. Die glauben noch an die Mannschaft auf jeden Fall. Ja, auch wenn man sich so mit den Leuten unterhält, wirklich alle waren dabei und nach dem 1:4, das war's. Aber jetzt wirklich ist der Glauben wieder da. Cabana in der Mitte abgefälscht. Ziendeck. Sommerfeld. Oh, der war knapp.
Da hat nicht viel gefehlt, am linken Pfosten vorbei. Matt McKnight gegen Piermaier. Schuss, Stockhahn von Eis und dran hat er spät gesehen. Benjamin Hübner ärgert sich da auch, dass der Schuss nicht gesessen hat. Lecker da mit dem Fehlpass. Lukas, John Weller. Dann auch heute wieder Arne Oblecker und Tim Heiter zusammen in der Verteidigungsreihe. Und gerade in so einer entscheidenden Phase des Spiels. Nachschussmöglichkeit. Ja, da kommt Dresden nicht ran. Ja, ich habe mich unter der Woche mit Tim Heiter mal kurzzeitig unterhalten. Und die haben ja schon die beiden, also Arne Oblecker und Tim Heiter in der DNL zusammen in einer Reihe gespielt und ja, die verstehen sich fast blind und das ist natürlich eine andere Hausnummer im Männerbereich. Ja. Und gerade auch Gegenspieler wie Matt McKnight oder Freddy Cabana da zu spielen und ja, aber die machen ihr Ding richtig gut. Würde ich sagen, weil beide Jungs wirklich sind super Einstand in dem Männerbereich. Arne Oblecker ja in der letzten Saison schon, jetzt Tim Heiter, der ja zwischenzeitlich beim Kooperationspartner in Erfurt war. Cabana steht hier komplett frei an der gegnerischen Blauen. Nehmen wir nochmal, bin ich mit dem Schuss. Und dann Glück für Bietigheim, dass da kein Dresdner mehr rankommt. Auf Breibisch. Ja, schlägt er über die Scheibe. Oh, Möglichkeit für die Steelers hier. Da ging Tor für Bietigheim. Benjamin Sintek mit der erneuten Führung. Ja, da hatten die Fans der Steelers kurzzeitig schon den Puck im Tor gesehen. Da geht die Scheibe allerdings am Pfosten vorbei, aber dann in der nächsten Situation. Ja, da war aber auch Nick Hurt nicht aggressiv genug gegen den Gegenspieler. Ja, Benny Zintek zum 5:4, erneute Führung für die Steelers. Scherokovs. Immer noch Scherokovs. Scheibe bleibt mit Piermaier. Ach, bekommt die Scheibe nicht unter Kontrolle. Sommerfeld, langer Pass. Scheibe geht wieder in den Slot. Steingroß. Scheibe Richtung Tor. Oh, dann krallt sich Ilya Scharipow den Puck.
auf Hubrich und dann geht der Puck ins Fangnetz. Knackscheid gewinnt das Bulli für die Eislöwen. Hürth versucht da De La Rovere anzuspielen. Kramer. Ja, Knackscheid versucht sich da zu positionieren. Ja, wichtig, dass man jetzt versucht, Ilya Scharipow da auch mal die Sicht zu nehmen. Vorbei. Oh, Scheibe sehr hoch. Blick hört. Lässt liegen für Knackscheid. Und erneut Ilya Scharipow. Gewinn für Dresden. Schuss! Tor! Von der Latte ins Tor! Wieder ist es Thomas Schmidt, der vorhin im zweiten Drittel schon den Ausgleich erzielt hat. Und was bitte für ein tolles Tor! Ja, wieder viel Verkehr vor Scharipow. Wir sind 1 Zentimeter weiter oben und das Ding wäre raus gewesen. Dresden ist erneut zurück. Was bitte erleben wir heute für ein Eishockeyspiel? 5:5 in Spiel 6. Ja, 10 Tore heute schon. Ich glaube, es wird die Auszeit geben. Ja, definitiv. Es gibt wieder mal Probleme mit der Uhr. Die Anzeige läuft einfach weiter. Ja. Dresden dreht innerhalb von wirklich wenigen Sekunden die Begegnung. Das hätte nach dem ersten Drittel oder Mitte des zweiten Drittels keiner mehr gedacht. Boah, ja, du, ich bin ja offen ehrlich, das sah jetzt nach dem 4:5 auch nicht so aus. Ja. Aber was für eine unglaubliche Moral der Dresdner. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Hugo Bouvier hier jetzt vielleicht macht. Also Auszeit sehe ich genauso wie du. Nach 2 so schnellen Gegentoren musst du eigentlich die Auszeit nehmen. Ja, das Momentum, das berühmte Momentum, ist jetzt definitiv wieder auf Dresdner Seite. Ja, man geht zum Videobeweis. Ja, vielleicht kannst du unsere Regie auch noch mal einblenden hier, die Situation von dem Tor. Genau, aus dieser Kameraperspektive müssten wir auch die Zeit sehen. Aber wieder dieses leidige Thema Stadionuhr in Dresden. Also ich glaube, das verfolgt uns über Jahre, Robin. Wenn wir in 10 Jahren noch diesen gleichen Job hier machen, werden wir wahrscheinlich immer noch das Problem haben. Ja, beide Hauptschiedsrichter kommen jetzt wieder zurück. Also scheint alles okay gewesen zu sein. So, bleiben wir bei der 6:5 Führung für die Dresdner Eislöwen. Ja, umso bitterer eigentlich. Und Hugo, wir nimmt nicht die Auszeit, sorry. Ja, verwunderlich. Persönlich bin gespannt jetzt, wie die Steelers reagieren werden.
Trebisch mit dem Fehlpass. Scheibe bleibt auch bei den Steelers. Cabana. Hüfner. Ja, guter Einsatz da von Nick Hürth. Dresden holt sich die Scheibe zurück. Auf. Scheibe vors Tor. Boah, Eisenhut lässt er in die Mitte prallen. Knackstedt jetzt im Gegenzug. Ja, Della Rovert zieht mit rein. Harter Check davon gehört. Sommerfels. Mit dem Schuss Schläger dazwischen von Thomas Schmitz, Scheibe im Fangnetz. Und dann gab es noch einen kleinen Rempler von Max Braubersberger. Ja, Robin, ich muss dich kurz unterbrechen. Ich schicke jetzt Grüße raus hier. Und zwar an die Steelers-Fans, die kurz vor Dresden hier im Stau stehen, beziehungsweise wo der Bus kaputt ist. Ich weiß nicht die genaue Info. Ich habe gerade ein Bild bekommen, dass sie hier Spray TV aus dem Bus herausschauen. Also ja, ganz liebe Grüße hier von uns. Schade, dass ihr nicht live seid, live hier sein könnt. Lella für die Steelers. Vor Marco Eisenhut. Billig. Ja, Dresdner wollen eine Strafe gegen Biedigheim, aber das war das Normalste der Welt. Ich schob's auch noch mal beim Hauptschiedsrichter und beschwert sich. Steingroß. Ja, gut gearbeitet da von Alex Schirokovs. Auch Schirokovs. Pujat. Aber kann die Scheibe halten. Ab hier mal verliert die Scheibe gegen Weller. Pujat hält die Scheibe. Sieht das wechseln. Schoß. Heywood. Klarstein gegen Cabana. Cabana. Oh, gute Pass auf Gagsitz. Am Tor vorbei zieht er die Scheibe. Scheibe geht noch raus. Dicke Möglichkeit für Dresden. Sauna. Ja, nimmt die Geschwindigkeit mit. Bekommt er noch einen Stoppschlag von Matt McKnight. Und der pfeift der Schiedsrichter auch. Ja, Sebastian Zauner nimmt das natürlich auch dankend an. Ja, Stoppcheck müsste es sein. Hier sehen wir es nochmal. Sebastian Zauner mit viel Speed.
Ja, Robin, also, ich habe dich gerade schon in der Situation so angeschaut, also, boah. Wir spielen Playoffs, also, ja. So eine Strafe musst du dann wirklich nicht geben, also Glück hier auf jeden Fall für Dresden. Sebastian Zauner hat die Situation dankend angenommen. Formation von Dresden steht sofort. Oh, Knackstedt am Tor vorbei. Harter Check nach Knackstedt, guter Check. Von Benny Zintek. Oh, Scheibe da nicht raus. Knackstedt. Oh, da habe ich schon kurzzeitig das Tornetz wackeln sehen. Habe ich mich verguckt. Mein Fehler. Ja, Knackstedt hätte in der Situation durchaus selber schießen sollen. Ja, aber hat das ganz geschickt gemacht, da clever verzögert. Und dann kam der Pass da von hinterm Tor auf Alex Chirukovs. Und dann Knackstedt mit dem Fehler breite ich jetzt im Gegenzug. Allein vor Eisenhute. Oh, Postentreffer. Oh. Eisenhute ohne Schläger. Riesenchance für die Steelers hier. Ja, einmal mehr hat Alexander Breivisch bewiesen, wie schnell der Typ ist. Wahnsinn. Ja, also mit der Geschwindigkeit hat die Dresdner Defensive definitiv Probleme. Und war natürlich auch ein leichtfertiger Fehler von Jordan Knackstedt. Walter verliert die Scheibe an Sean Weller. Dresden hält die Scheibe. Dann Kramer mit dem Schlagschuss von der blauen Linie. 5 Sekunden noch, dann ist Matt McKnight zurück. Kurzer Blick in die Lausitz. Da steht es nach 60 Minuten 2:2, also Verlängerung in Weißwasser. Weißwasser hat ja ebenfalls wie Bietigheim den Matchbook heute. Also wenn man das Heimspiel gewinnt, ist man im Halbfinale. Auch wenn man es, Robin, ich bin dir offen ehrlich, auch wenn man es von Dresdner Seite wahrscheinlich den Lausitzern nicht wünscht. Aber ich finde nach dieser überragenden Saison, die sie gespielt haben, ich würde es ihnen gönnen. Absolut, da muss man wirklich sportlich fair bleiben und sagen, für diese Saison, wie Weißwasser gespielt hat, haben sie es definitiv verdient. Erstens in den Playoffs zu stehen und zweitens auch definitiv weiterzukommen. Und das hat dann auch nichts mehr mit Glück zu tun, wie da Weißwasser gespielt hat oder ähnliches, sondern wirklich absolut verdient. Die haben in den 2 Auftritten hier in Dresden gezeigt, warum sie da oben mitgespielt haben. Und von daher, umso mehr ziehe ich den Hut vor der Leistung der Lausitzer Füchse. Wurde gewinnt für Dresden. Knobloch gegen René Schofs, aber der mit aller Routine. Scheibe gut abgefangen von Zauner. Knobloch. Aus der Drehung. Dresden bleibt im Scheibenbesitz. Benno Robert. Ja, keine Anspielstation, versucht die Scheibe da hinter das Tor zu bringen. Und dann Scharipov. Und dann gibt es die Rangelei zwischen Prommersberger und Nick Hürth. Prommersberger schiebt da Nick Hürth auf Scharipov selbst drauf. Na, hier sehen wir das Duell zwischen Nick Hürth und Max Prommersberger. Ja,
Ja, die Fans skandieren mir zwar, ich will es nicht wiedergeben, aber hallo, wir spielen Playoffs. Also da gehört doch so eine kleine Rangelei mit dazu. Also ich hoffe jetzt nicht, dass die Schiedsrichter irgendwie welche Strafen verteilen. Ja, sie beraten sich zwar, aber ich denke nicht, dass es da auf die Strafbank geht. Vollkommen okay, dass es dabei 5 gegen 5 weitergeht. Ja, der ist ähnlich schnell wie Alex Breibisch, da muss Dresden definitiv aufpassen. Oh, Sintek und Thomas Schmidt behaken sich da noch. Hauptschiedsrichter hat es beides aber gesehen und schickt auch beide auf die Bank. Stockcheck bei Benny Sintek und halten für Thomas Schmidt. Und dann trifft es Eisenhut von hinten. Boah, was für eine unglaubliche Begegnung hier. 6:6, also das kann beiden Trainern nicht gefallen eigentlich. Unglaublich, Bietigheim ist wieder zurück bei 4 gegen 4. Gleichen sie die Begegnung aus. Wieder ist es Alex Breibisch. Weg eins. Abendtor vorbei. Darkstedt hat jetzt Platz. Pujatz ist noch mit. Pujatz. Scheibe hoch an die Blaue. Und dann behaken sich Knackschnitt und ich erkenne es nicht ganz. Und er schickt einen Jordan Knackschnitt auf die Strafbank. Da gibt auf jeden Fall 2 Minuten für Haken. Ja, aber Benny Hüfner muss auch raus. Oh, das ist aber jetzt wirklich, das ist halt, ja. Halten des Stocks auf jeden Fall. Ja, aber dann kann er nicht Haken pfeifen, weil er, das ist, alles ja, wir warten mal, was durchgesagt wird. Angezeigt hat auf jeden Fall Haken gegen Jordan Knackschitt. Ja, sorry. Also Jordan Knackschitt bekommt 2 Minuten für Haken und Benny Hübner für Halten des Stockes. Also entweder oder. So, die Entscheidung von also wirklich sehr, sehr kleinlich gepfiffen. Ja. Ich hoffe, dass jetzt natürlich die Hauptschiedsrichter ihre Linie nicht verlieren. Weller. Ja, Brommersberger am Platz. Cabana. Immer noch Cabana. Ja, verliert dann den Halt und jetzt die Kontermöglichkeit für Dresden über Jordan Haywood. Giro Kors. Dresden bleibt im Scheibensitz, wieder Haywood. Sauber getrennt da
von Sean Weller. Oh, Pommersberger mit der Möglichkeit, aber Eislut pariert. Scheibe ist weiterhin heiß für Bietnik KM. McKnight. Schufs. Zientek und Schmitz machen sich schon bereit, kommen jetzt gleich wieder zurück aufs Eis. McKnight da hin am Tor. Bietigheim komplett. Und auch Dresden wieder vollzählig. Zientek. Guter Körpereinsatz da von Zientek. Freiwisch gegen Kramer. Puppich auf Kujat. Also die Entscheidungen werden langsam ein bisschen... Ja, also er pfeift jetzt Eisen gegen Dresden, aber... Ja. Ja, zumal er da auch dran war. Ja, das, genau das ist es ja. Aber, also, aber hinter der Mittellinie, muss man dazu sagen. Er war hinter der Mittellinie noch dran. Somit ist die Entscheidung ja knapp, aber wirklich durchaus noch vertretbar. Ja, Benny Zintik da von der Bank aus auch nochmal Worte Richtung Hauptschiedsrichter. Weil das Spiel Freiburg gegen Tölz geht auch in die Verlängerung. Spielstand 4:4. Und wir hier in Dresden haben noch 4,5 Minuten in der regulären Spielzeit. Eising gegen die Steelers. Scheibe bei BDK McKnight. Sven verliert die Scheibe. Walter. Chirokovs kommt zur Unterstützung. Cohen. Scheibe ist noch frei da in dem Vierkampf. Ja, Schiedsrichter steht direkt daneben, schaut sich das Ganze an. Mit Sommerfeld gegen Chirokovs. Zwinnen. Sommerfeld. Eineinhalb Minuten noch auf der Uhr. Scharipov sichert nochmal die Scheibe. Gegen Knackstedt, gehört. Guter Pass in die Mitte, aber der kommt nicht an bei Della Rovern. Der muss jetzt aufpassen. Reibisch macht das sofort wieder Druck. Zientek. Nachschussmöglichkeit, aber die Vorderleute passen auf.
deswegen somit dürfen die Steelers natürlich nicht wechseln. Ah, da haben die Schiedsrichter aufgepasst. Aber bei den Steelers fehlen noch zwei Spieler. Ja, Cabana muss noch drauf. Und auch Ziehentag, genauso ist es. Kollegin an Dresden, Haywoods, Chirukovs gegen Pommersberger. Chirukovs zu Walter. Immer noch Walter. Na gut gesehen, da Alex Chirukovs. Spielmeier, letzten beiden Spielminuten laufen hier in der regulären Spielzeit und Biedigheim im Angriff über Markus Sommerfeld. Oh, den lässt man da zu weit laufen. Da muss man aggressiver ran. Fernschuss, Scheibe noch abgefälscht vom Tor. Stein groß. McKnight. Timo Walter steht immer noch auf dem Eis, also gefühlt schon seit zwei Minuten Eiszeit. Kommt einfach nicht zum Wechseln. Hierbei ist eine Scheibe und Walter fährt, kann doch noch nicht zum Wechseln fahren. Scheibenverlust. Sommerfeld. McKnight. Wichtiger Save von Marco Eisenhut. Aber die Dresdner brauchen jetzt dringend die Unterbrechung, damit sie wechseln können. Kramer. Jetzt die Chance hier für Dresden zu wechseln. Letzte Spielminute mittlerweile. Das Spiel lebt natürlich von der Spannung. Keine Mannschaft will hier den entscheidenden Fehler machen. Und wenn so ein Spiel jetzt auch noch in die Overtime geht, dann brauchst du wirklich Herztabletten für die Overtime. Ja, ich hoffe, du hast welche mit, Robin. Du weißt ja, in unserem Alter braucht man die langsam. Ja, also in meinem schon, in deinem jetzt noch nicht, aber... gehört, Biedigheim holt sich die Scheibe zurück. Cabana. Ah, verliert den Punkt da. Knackstedt. Da liegt Biedigheim auf dem Eis. Knackstedt verzögert. Oh, Cabana, oh, der bewegt sich auch nicht. Da muss ganz schnell jetzt der Dock aufs Eis. Boah, sieht nicht gut aus. Bei Freddy Cabana. Oh, ich habe die Situation gar nicht gesehen, woraus das Ganze entstanden ist. Boah, es wäre der nächste bittere Ausfall für die Steelers. Im letzten Spiel hat er hier unglücklich Tyler McNeely getroffen. Ja, Jordan Haywood und Freddy Cabana. Oh, da muss ich aber... Ah. Boah, schwierig. Also zumindest gegen könnte, schon. Also Jordan Haywood könnte da Freddy Cabana an der Schläfe getroffen haben. Cabana bewegt sich auf jeden Fall schon wieder. Ich muss ja auch sagen, aus meiner Sicht sah es auch so aus, als wenn der Ellbogen ein Stück hoch geht. Schiedsrichter beraten sich jetzt auch. Ah, das sieht aber aus. Genau, Freddy Cabana geht direkt in die Kabine. 7 Sekunden stehen noch auf der Uhr. Gute Besserung auf jeden Fall von unserer Seite und hoffen natürlich, sollte es in die Overtime gehen, dass er nochmal mit eingreifen kann. Hugo Bovert zeigt es auch an. Check gegen den Kopf.
Ja, 7 Sekunden nochmal. Dresden mit einer sehr aggressiven Bunny-Formation. Ja, wie schnell es gehen kann vom Bulli weg, hat Bietigheim gezeigt mit dem 6:6. Knackstedt. Und damit gehen wir im Spiel 6. Ja, dieses beim Spielstand von 6:6 in die Verlängerung. Was ist schöner, jung musiziert zu gewinnen oder hier vom Eishockey aufzutreten? Bestimmt beides. Ich, ehrlich, könnte nicht auswählen, welches besser war. Beides waren wirklich wunderschöne Erlebnisse und ja. Was sind die musikalischen Vorbilder von euch? Bei mir Jimi Hendrix, da ich ja selber Gitarre spiele und er ist ja so ziemlich eine Ikone. Also ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir sind Brüder und wir gehen in die gleichen Schule und so haben wir uns kennengelernt. Wie groß ist die Leidenschaft zum Eishockey? Ja. Die Leidenschaft ist groß, wir fangen gerade an und wie wir sehen, ist das Spiel ziemlich spannend geworden und ich hoffe, die Eislöwen gewinnen. Ne? Wo wollt ihr als Band noch hin? Nach oben. Ganz weit. Wie ist das, wenn man selber Musik macht als Band? Findet man das cooler, dass man das als Band macht? Oder würdet ihr als Einzelperson beispielsweise auch zu Castingshows gehen wollen? Also ich finde, als Band kann man mehr lernen irgendwie. Improvement. Ja. Ja. Die Zusammenarbeit bringt halt irgendwie jeden weiter. Wie würdet ihr euch als Band beschreiben? Wir sind verschieden. So. Ja. Ja, das ist. Jeder ist irgendwie ein bisschen anders und deswegen. Das macht uns einzigartig. Genau. Und bitte auf echt gespannt sein. Was jetzt hier passiert? Ja, ich bin gespannt, wie sich das Spiel entwickelt. Ja. Weil beide Mannschaften werden jetzt daran bedacht sein, so wenig Fehler wie möglich natürlich zu machen. Der kleinste Fehler und das Spiel könnte durch sein. Entweder Bietigheim mit dem 4. Sieg in der Serie. Oder dreht es mit dem Ausgleich. Ja, Kramer blockiert dann die Scheibe. Reibe, ich bemänge das auch. Aber der Hauptschiedsrichter winkt sofort ab. Wurde jetzt vor Marco Eisenhut. Gefährlicher Pass, Scheibengewinn für Bietigheim. Ja, unnötiger Fehler da von Georgis Pujats. Treibig. Rommersberger wieder hin das Tor, Zientek. Treibig da komplett frei mit dem Schuss, Eisenhut. Mit der Stockhand. Nochmal Eisenhut. Oh, auf der Gegenseite Jordan Knackstedt. Auf Vorlage von Hürth verpasste allerdings den Einschuss. Andere Seite Dennis Winn. Ja, Möglichkeit für Dresden fast, aber der Robert ja nicht schnell genug. Haywood. Ja, Fehlpass. McKnight. Oh, Sven da alleine vor dem Tor von Marco Eisenhut. Von der blauen Jetze Cohen. Also Bietigheim jetzt auf jeden Fall in der ersten Verlängerung hier besser im Spiel drin. Walter. Timo Walter direkt in die Fanghand von Ilya Scharipow. Und mit
mittlerweile gibt es auch ein Endergebnis in der DL2 in den heutigen Begegnungen. In Weißwasser ist die Entscheidung gefallen und die zugunsten des ESV Kaufbeuren 2:3 nach Verlängerung. Damit kommt im Allgäu am Sonntag zum Showdown Spiel 7. Und in der Begegnung zwischen Freiburg und Tölz sind wir bereits schon in der 12. Spielminute der ersten Verlängerung. Also ich bin gespannt auch, wie lange es hier noch dauert, Robin. Schofs. Ja, man sollte nicht zu viel Platz lassen. Verliert die Scheibe in der neutralen Zone. Abseits. Abseits, genau, wurde in der neutralen Zone. Da gibt es noch eine Aktion von McKnight, der da seinen Schläger spitze. Vielleicht sehen wir das gleich nochmal. Es sah so aus, wenn Matt McKnight seine Schlägerspitze noch dem Gegenspieler. Ja, hier dieses Abseits. Mit McKnight gegen. Ja, müsste nicht gehört sein. Ja, da versucht er noch, muss man wirklich sagen. Ja, geht auf jeden Fall 5 gegen 5 weiter. Aber nochmal gesagt, Bietigheim hier in den ersten 3 Minuten besser in der Verlängerung drin. Mit mehr Speed und mehr Zug zum Tor. Corinne mit dem Fehler, Chance jetzt Nick für Essen. Nick Hürth 1:1. Ja, gehalten von Scharipow. Ja, immer noch Hürth. Boah, das war die größte Chance jetzt hier in der Verlängerung. Aber da hat Nick Hürth einfach zu viel Zeit gehabt zu überlegen. Della Rovere. Check da von Bujatz. Darstellt gegen McKnight. Kramer bringt die Scheibe raus. Schofs lässt er gut liegen. Timo Walter, langer Pass. Auch Schirokow, Schirokow war noch dran. Und der Hauptschiedsrichter winkt das Ganze aber ab und pfeift das Icing. Schofs. Pass an die blaue Brommersberger. Gute Möglichkeit, Brommersberger aber geblockt von Timo Walter. Scheibe geht raus. Kehmeier gegen Breivisch. Oh, gefährlicher Pass vor Tor. Schofs, jetzt Weller ganz allein. Oh, das wäre sein zweiter Rückhandtreffer am heutigen Abend gewesen. Jetzt im Gegenzug Dresden. Aber gut abgelaufen von Breivisch, der den Checkout noch setzt. Weller. Ja, abseits. Wenzel muss noch raus, ist es auch raus. Ja.
Willig. Ah, Fehler da von Chris Billig. Bietigheim im Scheibensitz, Sean Weller. Corin. Uli Corin. Schläger dazwischen von Arno Plecker. Gegen Knackstedt. Ja, Knackstedt hat sich da nochmal mit Pujatz abgesprochen. Scheibe geht raus, Nick Hürth. Scharipow macht sicher. Robin, dich hält auch nichts mehr auf dem Stuhl. Also ich habe keinen Bock mehr zu sitzen, ehrlich gesagt. Ja, ich bin auch total nervös. Also weißt du, eine Begegnung, da ist wirklich alles drin. Ja, weil du weißt, eine kleine Situation kann entscheiden, ob Spiel 7 oder Sommerpause. Zwinnen. Hört. Wieder Della Rovere. Ja, dann der Fehler. Knackstedt holt sich die Scheibe zurück, aber dann noch der Scheibenverlust. Und da gab's. Swinnen hält sich da das Knie, rappelt sich allerdings auf. Kann alleine zur Bank fahren. McKnight gegen Ublecker. Oh, Zinzek, na, jetzt gefährlich frei. Zinzek bekommt die Scheibe. Eisenhut pariert. Oh, richtiger Save. Im Gegenzug jetzt hört. Ja, Schirokos war noch mit. Tim Heiter. Er ja, wird an der Druck gesetzt von Zinzek. Gut gespielt, clever gespielt von Oblecker oder zu Oblecker. Breivisch da komplett alleine auf der Seite. Pommersberger bringt die Scheibe gefährlich in den Slot. Aber Schläger von Marco Eisenhut war da noch dran. Weller auf Pommersberger. Heywood. Walter. Ah, die Angriffe der Dresdner kann Bietigheim relativ schnell unterbinden. Ja, das sind auch solche undankbaren Schüsse, die auch echt fies sind, wenn sie durchrutschen, gerade ja, in so einer Phase. Dich als Tuder echt alt aussehen lassen. Schöne Stopptechnik von Weller, der so die Scheibe halten kann. Lukas. Wow, auch mit viel Speed an den Dresdnern vorbei. Jetzt Sebastian Zauner auf der Gegenseite. Spitzer Winkel. Ja, unnötig dann von Sebastian Zauner da nochmal nachzuschlagen. Von Ilija Scharipow, beide Goldhelme wieder. Kramer am Tor vorbei. Der Schuss war noch abgefälscht da. Pujatz. Kramer muss aufpassen, denn Swin kommt. Guter Seitenwechsel von Nick Hürth. Er springt unglücklich die Scheibe von Knackstedt zum Gegenspieler zu Sommerfeld. Della Rovere jetzt. Dresden wieder
lässt liegen für Knackschett. Oh, da versucht Knackschett zu schön. Oh, Knackschett nochmal mit der Rückhand. Jetzt wieder die Steelers. Ja, das ist ein Hin und Her. War unglaublich in der Verlängerung, was wir hier geboten bekommen. Bujat auf Schirokovs. Torrens fängt die Scheibe ab, jetzt wieder im Gegenzug René Schobs. Freibisch. 1-0 pariert. Walter auf Schirokovs. Ja, Schirokovs behauptet sich gegen Cohen. Dresden bleibt in Scheibenbesitz. Piemeier. Und der nächste Angriff der Steelers über Breivik. Langer Pass von Arno Ublecker. Ja, gut gespielt. Chris Billig. Und jetzt müssen die Dresdner aufpassen. Thomas Schmitz. Außennetz. Steingroß. Weller. Ruprecht bekommt die Scheibe nicht raus. Lukas gegen Billig. Dresden über Chris Billig. Ruprecht. Und Scharipop hat die Scheibe unter sich begraben. Ja, Sicht war da verdeckt gewesen. Jetzt kommt die Scheibe zu Steven Ruprecht. Und da sehen wir es. Brommersberger und Sebastian Zauner nehmen da Scharipov die Sicht. Und was auch auffällig ist, wäre in der Overtime noch keine Strafzeit. Schiedsrichter wollen somit die Spieler quasi entscheiden lassen. Ja, aber auch die Spieler halten sich jetzt merklich zurück. Ja, absolut. Also jetzt eine dumme, unnötige Strafe wäre fehl am Platz. Knackschett. Kramer hält die Scheibe. Knackschett. Oh, Fehler dann von Della Rovere. Dresden bleibt allerdings im Puckbesitz. McKnight spielt die Scheibe raus, wird Eisen geben. Ja, in der Begegnung Freiburg gegen Tölz ist die erste Verlängerung vorbei. 4-4 nach wie vor der Spielstand und jetzt gibt es hier in Dresden Auszeit genommen von Hugo Bevea von den Bietigheim Steelers. Er hat seine Taktiktafel auch gar nicht mehr dabei. Geht wahrscheinlich wirklich um Luft zu schnappen jetzt für seine Jungs. Weil denn die Steelers können jetzt nicht wechseln nach dem Icing. Ja, war doch wirklich sehr, sehr lange schon auf dem Eis. Und auch Cretton nochmal mit ein paar einzelnen Worten zu seinen Spielern. Gewinn für die Steelers, Dennis Swin. Und dann der Fehler und jetzt die Möglichkeit für Dresden. Walter Schirokovs ist mit. Walter zu Schirokovs. Tor! Spiel 7! Was für eine klasse Übersicht von Timo Walter. Und damit gibt es den ultimativen Showdown in Bietigheim in Spiel 7. Aber auch
Klasse Pass von Timo Walzer auf Schirokos. Hugo Bovert macht alles richtig. Er nimmt die Auszeit, um die Verschnaufpause seiner Mannschaft zu geben, zu gönnen. Und dann ist es Dennis Schwind mit diesem einfachen Fehler. Und die Kontermöglichkeit für Dresden über Timo Walzer nutzt dann Alex Schirokos. Wir haben nicht aufgegeben. Wir haben unser Spiel so durchgezogen, wie wir es machen hätten sollen. Haben dann zur richtigen Zeit die Tore geschossen. Bietigheim war sich vielleicht schon ein bisschen zu sicher, aber wir haben das schon oft in der Saison bewiesen, dass wenn wir schon tot geglaubt waren, dass wir wieder zurückgekommen sind. Das zeigt einen super Charakter von der Mannschaft. Das 2-4, das 3-4, das 4-4, alle diese Tore waren ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, da hat man heute auch unseren Charakter gesehen. Wir haben 4-1 zurückgelegen und dann nochmal zurückzukommen und dann hier in der Overtime zu gewinnen. Die Halle ist voll, die Fans sind ausgeflippt, war natürlich sehr gut.